Mobile Media Day 2015 mit Lina Timm. Sie ist Leiterin des Media Lab Bayern. Frau Timm, Sie wurden vom Medium Magazin im September zu einer der 30 Top-Nachwuchsjournalisten gewählt. Wie kommt man denn zu dieser Ehre? Erstmal freue ich mich natürlich total über diese Ehre. Wie man dazu kommt, ganz gute Frage. Ich glaube, ich habe einfach schon mich sehr tief und sehr lange in dieses ganze Digitale eingearbeitet und da wirklich reingeworfen und alles ausprobiert, was irgendwie nur geht und versucht, da ein bisschen was voranzubringen. Und vielleicht war das so ein bisschen so ein Punkt, der dann die Jury dazu bewogen hat oder aus den Vorschlägen auch mich auszuwählen. Was macht das Media Lab Bayern? Das Media Lab ist ein Ort, bei dem wir, nein, andersrum. Genau, das Media Lab ist ein Ort, mit dem wir digitalen Journalismus fördern wollen. Und zwar tatsächlich als physischer Ort, also wo Leute zusammenkommen können, wo sich Teams finden können und Ideen entspinnen können erstmal, um tatsächlich im digitalen Journalismus neue Tools, neue Software, irgendwelche neuen Ansätze einfach auszuprobieren und experimentieren zu können. Das Media Lab Bayern versteht sich als Ort für alle, die den Medienwandel mitgestalten wollen. Was sind denn Trends, die Sie da beobachten? Der Ort für alle, der gilt erstmal so in die Richtung, wir wollen halt nicht nur Journalisten haben, sondern Journalisten, Programmierer und Webdesigner, weil eben nur in diesen Teams man was entwickeln kann. Und was wir tatsächlich als Trend auch sehen und was irgendwie so der Kern vom Media Lab ist, dass Content und Technologie viel mehr zusammenwächst. Also die Startups, die bei uns sind, die machen irgendwie schon Content, aber eigentlich machen sie vor allem die Plattform dahinter oder die Technologie dahinter, die Content anders darstellt. Und das ist, glaube ich, wirklich ein großer Trend, die ganzen Inhalte, die wir haben im Netz und die schon wirklich weit verbreitet sind und da sind, die wieder zusammenzufassen, zu kuratieren vielleicht, anders darzustellen, dass es alles übersichtlicher wird und man die Netzsachen wirklich ausnutzt. Trends sonst, also es wird momentan wahnsinnig viel über Virtual Reality gesprochen. Ich habe so ein bisschen das Gefühl dabei, da wollen die Medienhäuser jetzt, nachdem sie alles andere verschlafen haben, mal Vorreiter sein. Ich weiß noch nicht so richtig, wie schnell das in die Wohnzimmer kommt oder tatsächlich zu den Leuten kommt, aber das ist auf jeden Fall ein Trend, womit sich die Medien gerade beschäftigen. Und sonst alles, was irgendwie rund um Plattformen geht, was Nachrichten, was Inhalte zusammenzieht. Social natürlich Riesentrend immer noch nach wie vor, was vielleicht auch irgendwie, ja, jetzt, nein, eigentlich wird es nicht ersetzt. Also Social bleibt einfach da als großer Trend. Sind da in den Bereichen auch die meisten Potenziale, die Sie da für Gründer sehen, in den Bereichen, die Sie jetzt gerade angesprochen haben? Gründer, Startups, ja, die können ziemlich genau da reingehen. Also gerade in den Bereich Technologie entwickeln, Plattform entwickeln, über die man Inhalte zusammenfassen, teilen, wie auch immer kann. Das ist ein großer Punkt, wo man reingehen kann. Was halt schwierig ist, einfach als Gründer, und das merken wir im Media Lab auch, wenn man eine Redaktion aufbauen will. Das ist das, was die großen Medienhäuser schon haben und gut können. 120 Redakteure aus allen Bereichen da sitzen haben, die sich perfekt auskennen. Das als Startup hinzukriegen, also wirklich den Content selber zu produzieren in dieser Schlagzahl, das ist schwierig. Aber Technologien zu bauen, die das Ganze unterstützen oder irgendwie mal auf eine neue Art und Weise darstellen, das geht besser. Haben Sie in Ihrer bisherigen Arbeit aus München vielleicht auch Würzburg auf dem Schirm oder jetzt vielleicht? Jetzt mit Sicherheit. Würzburg bisher, muss ich sagen, war so in dem Medienfokus bei uns noch nicht ganz mit drin. Klar, bei den Mobile Media Day immer schon so ein bisschen. Die Startup-Szene ist wahnsinnig groß, was ich jetzt heute auch mitbekommen habe. Und das ist natürlich in jedem Fall was, wo man ansetzen kann, wo man vielleicht fürs Media Lab auch mal ein paar Mentoren gewinnen kann oder Leute gewinnen, die so ein paar Lessons learned erzählen. Ja. Lina Timm vom Media Lab Bayern, herzlichen Dank fürs Interview. Danke Ihnen.